einzige Bedarf. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte. Ich habe mir gedacht. Weil wir diesen großen Bedarf haben. Mache ich mich hier so in den äußeren Gebieten. Platziere ich dort möglichst ganz zum Einkaufen. Zum Teil geht das sogar hier ein bisschen rein. Einfach weil der Bedarf da ist und weil ich es kann. Oder sowas in der Art. Und da ich nehme wieder auch ein bisschen was ein. Hier wollte ich welche haben. So, hier. Hier haben wir schon mal Stromding. Nehmen wir nicht. Es lag einfach nur an der Straße. So, wunderbar. Das auch mal hier rein. Ja. So, dort hin platzieren, müssen wir es noch mal ein bisschen drehen. Ja, Bedarf haben wir mittlerweile gar keinen mehr. Das ist ja schon mal. Puh, haben wir ja auch nicht was geschafft, scheinbar. Oh Gott, ich geh's wieder ab. Also Geld verdienen wir zumindest schon mal jetzt auch. Jetzt auch. Ja, das. Ja, ja wir verdienen auch jetzt sogar schon Strom. Ach, Strom. Gottes Willen. Ordentlich an Geld und so weiter. Jetzt haben wir gerade so eine kleine Death Wave am Laufen. Ich meine aber, das sind nicht wirklich dran abzugraden. Die Frage ist, wie sieht es hiermit aus? Wir haben verlassene Gebäude, wir haben Garbage, was nicht wirklich abgedingst werden kann. Die kommen wir scheinbar nicht wirklich los.
so einfach, fahren. Prinzipiell muss ich die ganzen Buslinien echt nur für Bus zulassen. Schade, dass es immer nicht automatisch geht. Ich mache es nämlich anders. Die hier sollen Vorrang haben. Ich mache das so, die sollen Vorfahrt gewähren. Heißt, jedes Mal, wenn da wieder Schwachs rauskommen, die Müll rausholen oder den Müll wegtransportieren müssen, kein Platz mehr. Wir belassen uns bei voll, weil, ne, kann man zumindest seine Leute besuchen. Gut. Vielleicht sollten wir das mit den mit Vorfahrt. Damit Stopp, genau wie die. Ist auch belastend, also dass sie einfach nur eine Lane nutzen, ne? Und nicht die zweite. Ja gut. Metro. Straßenbahn. Was haben wir eigentlich hier? Was sind das? Sind das Bäume? Nee, doch Bäume. 125.000 Bäume haben wir. 4.500 Gebiete oder 4.125.000 Gebiete, Gebäude. 8 Distrikte. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eins nicht wirklich damit auf dem Schirm. Wobei das ist der Espenplatz, ist das, glaube ich, ne? Ist das der Espenplatz? Ja. Gebiet, 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 Gebiet und nochmal Gebiet. Das ist dann eher so ein neues, so ein eigenes. Ein bisschen hier reinschneidet. Ein Talviertel. Ja, das passt ja mehr oder weniger. Das ist halt die Frage. Der Coleridge Park, der wird sich im Laufe der Zeit aufwerten. Wie gehen wir weiter vor? Gehen wir weiter hier in diese Richtung?
auf dieser Seite. Erweitern. Ja gut, erweitern brauchen wir es eigentlich nicht. Gehen wir mehr in diese Richtung. Oder bauen wir ums Talviertel herum. Wenn ich mir das von der Höhe so ansehe, dieses Gebiet wird sich eigentlich auch anbieten, zumindest. Für einen Staudamm, so von der Höhe, vom Polenprofil her. Also nicht, dass wir unbedingt einen Staudamm brauchen hier im Gebiet, aber wäre eine Möglichkeit. Wobei hier. Ja, doch, könnten wir schon machen. Ich habe das Gefühl, wir müssen wieder ein bisschen mehr. Wir gehen, glaube ich, zu stark auf. Habe ich zumindest das Gefühl, wir gehen zu stark auf Wohngebäude. Vielleicht hat dieses Gebiet auch schon gemacht. Also zumindest mein Gefühl. Fokussieren das, glaube ich, gerade zu stark auf die Einwohnerzahl, dass die steigt. Der Bedarf sinkt jetzt schon mal. Was haben wir denn nämlich hier? Waren. Hauptsächlich Agrarprodukte, Erzprodukte und Agrarprodukte als Wald. Ach, als Hüss. Als auch andere Waren. Gut. Machen wir das bei der Metro. Oder machen wir es beim nächsten Mal. Sagen wir, fangen mit der Metro an. Yeah.
Heißt Metro. Die Metro-Linie hat 10 Fahrzeuge. Standardmäßig. 16 Kilometer. Da passen 180 Leute rein. Wir lassen das erstmal so. Wir lassen das erstmal so mit der Metro. Take off.